Ja, das war der Klicker. Dann hätten wir hier wieder mal ein Zombie-Film. Stinkfrech natürlich geklaut, hier Resident Zombie-mässig. Keinerlei Einfluss von Resident Evil natürlich. Ja, was ist zu diesem Film zu sagen? Es ist auch ein bisschen, wie soll ich sagen, fast schon C-filmmäßig. Das hat etwas, ja. Und ja, was ist noch davon hervorzuheben? Also eigentlich, der Film ist eigentlich wirklich Müll. Aber Splatter-Effekte, oder? Wie die ballern aus all Rohr, die verplatzen Köpfe. Das ganze Programm. Ja, das ist hübsch. Das also von Gorehound sicher eine Empfehlung wert für anspruchsvolle Filmliebhaber, die Dialoge wollen, gute und eine gute Story sicher nicht. Also wirklich nur die, die sehen, in eine Reihe rumfliegen. Was jetzt ganz wichtig ist, jetzt bei dieser Fassung, das ist jetzt eine kleine Lehrstunde. Immer wenn ihr auf der DVD seht, neue Version, ist das gleich geschnittene Version. Also so etwas rührt lieber das Geld weg oder auf die DVD. So. Aber in einigem Fachhandel gibt es auch die Sachen dann Director's Cut umgeschnitten. Und das Lustige ist, dass der Film eigentlich praktisch weltweit nur die deutsche Fassung erhältlich ist, so umgeschnitten. Schön. Und in Korea gibt es noch umgeschnitten. Ja, zu Amerika, England, überall kommt der Film nur geschnitten über. Das ist jetzt kein Scheiß. Was meinst du? Schau mal einen Schnitt daraus raus und Ausschnitt, Schnitt, Schnitt. Hey, mal deine Hand auf den Tisch. Oh nein, nicht schon wieder. Mal, jetzt hier dein Sudel. Ich muss sagen, ich knatter jetzt da mal. Eieieiei. Cool, hä? Scheiße. Das hat aber gefitzt. Ah. Ausschnitt vom Film. Ich habe schon jetzt öfters Leute gehabt und gehört sagen, ich hätte kein Herz. Scheiße. Was meinst du, beweisen wir den Leuten das Gegenteil? Passt ja auch für unsere Einmachgläser. Zeig uns. Warum schneidet man das Drecksding raus? Das ist eh. Ja, saubere Sache. Ui! Ich brauche mein Herz, das brauche ich eh nicht mehr. Nein, das brauche ich schon lange nicht mehr. Schön, wie es noch zuckt, hä? Das wäre es dann etwa Feierabend, gell? Ich lebe immer noch, auch ohne das blöde Herz. Hey, wir haben noch einen Film. Ja, ganz wichtig. Und zwar, ne? Ich pack mein grusiges Herz weg, so. Abracadabra, das Herz macht viel. Da haben wir ein Film, wow, mit sehr viel Herzblut gemacht worden ist, oder? Richtig. Von einer jungen Künstlerin aus Winterthur. Claudia Rindler von Rotten. Art. Local Hero. Die macht schon seit einigen Jahren auch so tolle Kurzfilme und vor allem eben die Special Effects, der Hammer. Gell, hat auch super gute Stop-Motion-Sequenzen drin, jetzt im Film. Und natürlich da oben haben wir den Oswald Henke von Goethes Erben. Hat da die Hauptrolle. Wie hast du ihn gefunden? Ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht gewesen. Er hat einen sehr künstlerischen, wie soll ich sagen, Anspruch so. Ja, das stimmt, ja. Weil, ja, der Sound und so weiter, das gefällt mir wirklich sehr gut. Und auch die Sequenzen doch, jetzt als Albtraumsequenzen und so, ja, völlig anders visualisiert ist. Psychedelisch, wirklich sehr psychedelisch. Und was ich vor allem das Highlight finde vom ganzen Film, ist der Besuch hier im Psycho Store natürlich. Ah, ja, stimmt, ja, ja. Und der Salucci haben wir doch auch noch drin. Richtig, der Meister. Und auf dieser DVD ist auch sehr, sehr gut. Es hat noch ganz viele Haufen kurze Kurzfilme. Ich sehe nichts, musst du mal machen. Kurzfilme hast du ja alle geschaut. Ja, also ich habe mir da ein bisschen durchgekämpft. Und sie sind natürlich eben auch genauso wie das Making-of ein Wert zum Schauen. Und überhaupt, das Ganze ist auf jeden Fall wert zum Kaufen. Ja, sowieso. Dass ihr da wirklich jetzt könnt euch eine Meinung davon machen, schauen wir jetzt einen Ausschnitt daraus raus. Aus Verraten. Während sie hingehen, spanne ich mein Netz, hole sie herunter wie Vögel des Himmels und züchtige sie wegen ihrer Bosheit.
Wehe ihnen, dass sie von mir gewichen. Verderben über sie, dass sie von mir abgefallen sind. Und ich sollte sie erlösen, da sie doch lügen wieder und wieder mich reden. Ich bin der Krieger des Herrn. Sie geben mir Anweisungen. Ich muss sie nur befolgen. Dann wird mein Blut gesund und ich werde ins Paradies kommen. Christi. Das letzte Stück Frau hat mich gebissen. Wenn ihr jetzt denkt, die zwei Pfeifen haben ja kein Hirn im Kopf, da zeige ich euch jetzt das Gegenteil, weil ich will mir noch ein Einmachglas füllen mit lecker saftigem Hirn. Paddy, könntest du mal gerne bitte den Kopf auf den Tisch legen? Ungern, ungern. Dann schauen wir doch mal, was du im Grimm rein hast dafür. So eine Scheiße, ich habe doch das Hirn in das Glas, ich tue jetzt auch nicht völlig vermanscht. Nein, Heiko, jetzt hast du das ganze Hirn kaputt gemacht. Das kann man doch noch brauchen. Die kann man verkaufen. Splatter und Horror und Gore. Meine Gedanken schwarz wie im dunklen Wald. Ich lieb an einem Tand. Abgeschnitten, abbissen, abgerissen, hängt da liegt Blut. Dann ist der Film auch wirklich gut. Ein Preis, ein Witz und Idee, schon ist es eine bessere Droge als Schnee. Wenn du nicht weißt, wer ist es war, hat der Film genug Drill dabei. Warte nur auf den Schnitt mit dem offenen Mund aus Gesicht. Die Geschichte nimmt kein Sandy, weil es bei der Regierung die Wattli haben es kapiert. Wenn du guten Film willst, musst du zum Heiko im Psycho-Shop. Dort öffnet sich die Decke bald. Vorausgesetzt, du bist 18 und hast Geld. Du bist 18 und hast Geld. Du bist 18 und hast Geld. Die paar Hörle. Das ist eine kleine Fläche. Oh. Ja. Schön kalt. Nein, das macht mich ganz spitz. Pass auf. Ich will keine in diesen verdammten Hosen haben. Vielleicht auch ein bisschen blösseln, dann geht es schneller. Ich gehe heim. Ah, Löchen, wir sind am Schluss. Gut, alles klar. So, das war sie für die Woche. Wenn ihr jetzt denkt, was ist? Okay, bitteschön. Moment, Sirene. Dann fickt euch doch ein Drecksbullen. Psycho Horror Show ist dir präsentiert worden vom Virus Magazine.